Ah, eine Zwillingsblutsteinscherbe. Das Item, mit dem wir weiterkommen, was zumindest unsere Ausrüstung angeht. Und hier hinten gibt es keinen Weg, schade. Aber ich habe den Kerl da gerade mal gesehen und dachte, ich mache den mal fix fertig. Mal fix und alle machen. Dem bösen Buben. So, und ich glaube nämlich, also wenn das jetzt hier nichts wird, dann muss ich sowieso überlegen, wie wir hier weiterkommen. Blutfiole. Sehr gut. Komm her, Herbert. Herbert von der schmalen Rast hier. Gib mir deine Blutfiolen. Genau, nämlich ich denke, dass ich jetzt hier oben weiterkomme. Nee, hier ist auch zu. Nur ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor. Aber welches besondere Emblem? Welches besondere Emblem? Etwa... Oh oh. Nee, gut, das ist der Ritualkelch. Ich dachte jetzt schon, dass wir vielleicht in unendlicher Doofheit einfach mal... Hier ist ein Fahrstuhl. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Aber wie gesagt, der Boss war ja optional, also wir können jetzt ja theoretisch nichts grundlegend falsch gemacht haben, aber das öffnet sich da oben auch immer noch nicht. Von einem Gerät verschlossen. Ja, welches Gerät ist gemeint? Wenn ich das nur wüsste, dann wüsste ich mehr. Außerdem gab es hier ja auch noch diese unsichtbare Spinne, die man irgendwie triggern konnte. Weiß auch nur nicht mehr wie. Ich glaube, die war hier irgendwo. Die unsichtbare Spinne. Ja, irgendwie so viele Wege, aber keiner führt nach Rom. Aber vielleicht dann hier unten weiter. Ich meine, hier ging es ja dann auch in dem Bereich, wo wir gerade waren, wenn man einem bestimmten Weg folgte. Hier kamen wir auch nochmal wohin, wo ich mich schnell mal genauer umschaue. Es könnte sich ja hier überall etwas verändert haben. Du sagst zu mir, sterb und ich töte dich. Ist das nicht Ironie des Schicksals? Was ist das hier? Achso, wir sehen wieder, wie er gestorben ist. Ja, hier ging es ja in den Underground. Genau, das ist der Weg, den wir, glaube ich, sogar freigeschaltet hatten. Einer der Wege. Waren wir hier hinten schon? So. Es war nur ein Nebeneingang, genau.
Ah, hier haben wir diesen Typen gefunden. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Ah, über die heilende Kirche reden wir. Ja, das haben wir aber alles schon. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Heilender Kelch und Birkenworth. Das hatten wir ja leider alles schon. Also das brachte mich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Genau, so dann von hier kam ich. Hier haben wir... So. Vorsicht vor Überfall. Jetzt konnten wir hier unten rein. Was gab es jetzt hier nochmal? Hier gab es einen Werwolf. Gab es hier sonst noch irgendetwas? Oh ja. Da können wir wieder etwas looten. Eine Blutsteinscherbe. Yeah. Aber ich glaube, hier unten kommen wir wieder genau dahin, wo wir eigentlich schon mal waren. Also, nämlich genau genommen... nach Alt-Jirnam. Jarnam, nicht Jirnam, Jarnam. Habe ich hier irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Habe ich jetzt ja echt alles durchgeguckt. Okay, dann geht's hier wieder zurück. Noch ist meine Motivation nicht erschöpft, hier den richtigen Weg zu finden. Weil der muss ja auch irgendwo sein, also... So, jetzt sind wir erstmal wieder aus dieser Kathedrale hier raus. Ist in der Leiche hier noch was drin? Ach nee, hier ist nur ein Hinweis drunter. So, und von hier kommen wir. Ich könnte einfach den Weg hinter dem Großen hier einfach nochmal näher erkunden. Hinter dem da. Ich meine, der ist ja auch zum Glück nicht so stark. Habe ich hier noch irgendetwas vergessen? Erstmal nochmal ein paar Superraben und nochmal ein...
Der Rabe will nicht getötet werden. Aber er muss. So, Blutfiole. Blutfiole. Hochheilen ist immer ganz gut. Hm. Warum kam ich da hinten nicht weiter? Ja, warum kam ich hier nochmal nicht weiter? Was war hier der Grund meines Scheiterns? Ah, hier war nur eine Truhe gewesen und eine Tür, die fest verschlossen war. Also jetzt ist das Ganze ja wirklich ziemlich verzwickt hier mit dem Vorankommen. Jetzt bin ich einmal den ganzen Weg hier abgelaufen. Da vorne die Tür werden wir hundertprozentig nicht öffnen. Ja. Also irgendein Rätsel steckt dahinter. Vielleicht, wenn man jetzt hier einfach mal von der anderen Seite bedient. Vielleicht aktiviert man damit irgendetwas, aber es sieht eher aus, als ob da ein Durchgang ist. Nee, L3 Aktion wechseln, Hinweis. Vorsicht vor Feuer. Jetzt habe ich mir aber echt hier alles angeguckt. Alles probiert. Ah ja, so triggert man übrigens diese komische Spinne hier. Ah, machen kann man da auch nichts, oder? Außer jetzt sterben, weil ich glaube ich gerade zu wenig Leben habe. Genau, und du warst ja immer noch kaputt und Oh! Oh! Wieso geht das plötzlich? Wieso geht das hier plötzlich? Ach, du Schreck! Schon wieder so ein Railgun-Verrückter. Okay. Ich glaube, ich habe hier einen Weg gefunden. Und eine Truhe.
Einmal Kommunion, Runenkontakt. Was ist denn Kommunion? Wenn es eine Rune ist. Kommunion-Rune. Höherer Blutfiolen-Maximalwert. Und die jetzt benutzen oder was macht man damit? Okay, wird jetzt schon wieder scharf geschossen. Auf jeden Fall scheint hier einer ziemlich scharf drauf zu sein, in diesem Spiel ziemlich viel rumzuschießen. Werkstatt der Heilenden Kirche. Okay. Das ist mal gerade schön in die Falle reingelaufen hier. Okay, irgendwo hocken hier ziemlich miese Schützen, also eigentlich sehr gute Schützen, die aber ziemlich miesen Schaden machen. Und ich frage mich immer noch, warum ich jetzt, ob ich erst jetzt hier hin kam oder das auch schon vorher gegangen wäre. Das frage ich mich jetzt gerade. Oder ob ich überhaupt richtig bin. Immerhin ist es mal ein neuer Teil des Spiels. So, bevor wir jetzt hier irgendwas looten, kümmern wir uns um diesen komischen Shooter da oben. Nein! Ah, wieder so ein Railgun-Opa, ey. Ah, hier. Oh, ich hab den Opa da runtergeschubst. Ah, da kommt doch noch einer mit dem Stein an. Nein! Alter! Steini! Mach doch sowas nicht mit mir, Steini. So. Quecksilberkugeln. Jetzt, glaube ich, habe ich hier erstmal alle. Da vorne kann man, glaube ich, noch einmal so mal fett durchrollen. Oh Gott, verflucht! Verflucht, verflucht! So, jetzt holen wir uns erstmal diesen Loot. Ach, hier, du warst das hier in dem Raum gewesen. Ja, so länger als du auf alle Fälle. So, Quecksilberkugeln erstmal auf voll. Und jetzt, gucken wir, dass wir noch eine Etage höher kommen oder so. Wir laufen hier erstmal das Ründchen. Dickes Kaltblut, 6-mal, krass. Oder 6 die Anzahl, die ich jetzt habe. Ja, erstmal hier die Runde laufen. Wer weiß, ob hier ein Item liegt. Dem scheint aber nicht so zu sein. So, dann können wir jetzt das Leiterchen benutzen. So, ich dachte schon echt, ich müsste jetzt da unten verhungern oder so. So, da ist schon wieder ein Railgun-Opa. Was sagt der Hinweis? Riecht nach Schatz. Oh, ist hier ein Schatz hier hinten? Ah ja. Dickes Kaltblut 6-mal. Oh, jetzt kriegen wir aber hier ordentlich, Blut. Wetten wir, wenn ich jetzt da reinstürme, um den Opa zu erledigen. Kommen ins... Okay, komm her. Ah, der hat einen Flammenwerfer dabei hier. Ein Flammenwerfer-Opa mit einer sehr, sehr komischen Nase. Igitt, ey. Aber einen Schatz gibt's hier.
ein kleines Trüchen mit Strahlenschwertjägerabzeichen. Okay, was macht das? Strahlenschwertjägerabzeichen. Strahlenschwertjägerabzeichen für Ludwigs Nachkommen. Eines der von der Heiligen Kirche hergestellten Abzeichen, das Strahlenschwert, zeigt die Erben nach dem Willen Ludwigs. Dieser Jäger, auch bekannt als Heilige Klingen, diese Jäger sind die Überreste einer alten Linie von Helden, die auf ein sehr frühes Zeitalter der Ehre und Ritterlichkeit zurückgehen. Ah ja. Jetzt haben wir jetzt hier hinten eine Tür. Gesperrt. Natürlich ist diese Tür hier gesperrt. Was denkt ihr denn? Hallo? Das Spiel lässt uns hier nicht so einfach weiterkommen. Nein, nein, nein. Aber vielleicht kann man jetzt mit diesen Abzeichen ja etwas anfangen, etwas freischalten oder so. Also einen Weg freischalten in diesem Moment. Diesem Moment. Himmel und Kosmos sind eins, der Chor. Ah ja. Vielleicht kann man jetzt mit diesem Abzeichen da hinten die eine Tür öffnen. Es wäre ja immerhin gut möglich, dass dies funktionieren könnte. Deswegen, ja, gehen wir jetzt einfach nochmal hin und gucken da nochmal nach. Weil das könnte das Emblem sein, was wir immerhin brauchen. Nö? Nö. So, immerhin haben wir jetzt hier noch so ein paar Railgun-Opas besiegt. Unendlich viele Quecksilberkugeln bekommen. Die wir zum Glück alle nicht benutzen werden. Und können jetzt wieder diesen Aufzug benehmen hier. Yeah, Aufzug. So. Willkommen im Kathedralenbezirk. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, wir haben wieder das Monster getriggert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich jetzt öffnest. Nein. Nein, nein, nein. Öffnet sie sich nicht. Also jetzt bin ich mit meinem Latein hier auch wirklich am Ende. Jetzt habe ich ja wirklich alles probiert. Also jetzt habe ich ja wirklich alles probiert. Vielleicht muss man jetzt hier diese komische Spinne triggern, weil man jetzt irgendwie ein Item gefunden hat, was ihr gefällt. Wenn es überhaupt die Spinne ist. Ich glaube, es war die Spinne hier. Hallo? Vorsicht vor verdorbener Geist. Ne, wir sind falsch. Hier, doch, das ist eine Spinne. 1A. Ne, wir bekommen wieder Wahnsinn. Wir bekommen wieder Wahnsinn. Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal mit meinen 10.000 Blutechos jetzt erstmal zurück hier und dann, ja, muss ich mir mal Gedanken machen, wie wir hier jetzt weiterkommen. Also jetzt haben wir hier nun wirklich einiges gemacht, aber irgendwie noch nicht den richtigen Weg gefunden. Und ich muss gerade auch ziemlich pinkeln, also ich mache dann auch erstmal gleich einen Aufnahmestopp. Hallo? Püppi? Läuft die Puppe hier vielleicht rum oder so? Ah, vielleicht kann mir ja German helfen. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch.
so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Ah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben doch diese Münzen, die uns den Weg weisen. Die kann ich doch mal benutzen. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jägersagen wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen, aus Furcht vor der Plage, und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Einer der heiligen Okay, einer der heiligen Kelche wird in irgendeinem Tal angebetet. Und wir vermissen hier gerade immer noch unsere Puppe. Keine Ahnung, wo sie ist. Nicht da. Nicht da ist aber irgendwie schlecht, weil... Ich würde sie eigentlich ganz gerne mal benutzen. Natürlich nur um meine... Da ist sie hier. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht. Die Gräber hier erinnern an sie. Es scheint alles schon so lange her zu sein. Nun gut, lasst mich... Ich dachte jetzt vielleicht, sie sagt noch irgendwas, was uns weiterbringt. Na gut. Wir erhöhen unsere Stärke. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause. Beziehungsweise, nee, bevor wir jetzt hier eine Aufnahmepause machen. So. Ja, Schlüssel zum Tor des runden Platzes in der Kathedrale. Für 10.000 Jäger-Anführer-Medaillon kriegen wir... Vielleicht kann ich das kaufen seit... Ah! Vielleicht meinte das Zombie mit. Ich bekomme das auch, wenn ich das anders gemacht habe. Ich meine, ich dürfte ja die 10.000 zusammenkriegen, obwohl die farme ich mir lieber, bevor ich jetzt hier mein Kaltblut, obwohl, kann ich mal gucken, wie viel man da so bekommt für das dicke Kaltblut. Na, ganz schön viel. Ich glaube, wenn wir das Item benutzen, ich glaube, dann kommen wir da auch wirklich weiter. Also, daran habe ich jetzt auch gar nicht mehr gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, mir fehlen genau noch 700. Oh Mann, 700 fehlen mir noch. Okay, die hole ich mir jetzt gleich und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ihr lieben Leute. Und ja, dann werden wir hier hoffentlich endlich mal weiterkommen. Oh Mann, ja, bis dahin, euer Hyuga.